Das ist sozusagen mein Hobby. Alle Illustrator-Nerds haben irgendwie so ein schräges Hobby. Und meins ist eben die Aussehenpalette. Und zwar Aussehenpalette extrem. Mit Aussehen-Eigenschaften könnt ihr ja aus einer Ausgangsgrafik sehr viel mehr machen. Und ich habe ja schon einiges gezeigt bei euch in Stuttgart auf User Group Treffen. Das kann man aber jetzt so extrem treiben, dass man die Aussehenpalette nutzt und Effekte nutzt, um überhaupt erst Objekte entstehen zu lassen. Das heißt also, ich zeichne gar nichts, sondern verwende Effekte, um Sachen zu bauen. Das hat irgendwann mal angefangen mit einer Blume, und inzwischen bin ich bei sowas, diese Lokomotive hier, wobei das gar nicht die letzte Version von der Lokomotive ist. Ich habe noch eine weitere gebaut. Aber an dieser Lokomotive ist eben in der Pfadansicht gar nichts zu sehen. Es ist hier nur ein einzelner Ankerpunkt und der Rest sind Effekte. Im Fall von dieser Lokomotive sind das hier so rund 20 3D-Effekte. Wie gesagt, es gibt noch eine weitere Version, da sind es 30, die alle auf einem Ankerpunkt liegen. Das funktioniert im Prinzip folgendermaßen. Man fängt an mit dem einen Ankerpunkt. Und jetzt brauchen wir natürlich die Aussehenpalette. Der Ankerpunkt, der hat schon seine Eigenschaften. Aber es ist ja noch nichts da. Das Erste, was jetzt immer passieren muss, ich werde mal diese Kontur wegmachen. Jetzt hat er nur eine Fläche. Das heißt, das Erste, was man immer haben muss, ist erstmal irgendeine Form, Effekt in Form umwandeln. Und hier habe ich jetzt drei verschiedene Formen, die ich bauen kann. Hier haben wir jetzt ein Rechteck und man kann sie absolut und relativ bauen. So. Jetzt habe ich eine Form. Und wenn ich eine Form habe, dann ist praktisch alles gut. Dann kann ich eben weiterbauen. Diese Form, die kann ich jetzt eben in alle möglichen anderen Formen bringen, zum Beispiel mit Verkrümmungsfiltern. So. Na, so kann man eben andere Geschichten daraus machen. Wenn man die Verkrümmungsfilter jetzt wirklich kennenlernen will, die kann man eben auch hier noch sehr verzerren. Und ich habe hier jetzt so eine Geschichte, die sieht schon so ein bisschen aus wie irgendwelche Star Trek-Wappen, ja, wo das schon so ein bisschen in die Richtung geht. Oder hier eben ganz schräge Geschichten. Sowas. Jetzt wird es interessant. Jetzt habe ich eben zwei Effekte. Und wenn ich zwei Effekte habe, dann wird natürlich interessant, deren Reihenfolge. Nehmen wir mal den nächsten, weil wenn ich hier diese beiden die Reihenfolge verändere, sowas, dann habe ich natürlich nur noch ein Rechteck, weil das Rechteck auf jeden Fall die Basis sein muss. Als nächstes geht es dann weiter. Ich kann das weiter verändern, indem ich es zum Beispiel aufraue. So. Und auch hier wieder, wenn ich die Reihenfolge dieser Effekte ändere, dann entsteht wieder etwas Neues.
Interessant wird es in dem Moment, also diese ganze Geschichte ist eigentlich nicht der Selbstzweck. Also sich so Grafiken zu bauen, das ist wenig effizient, weil man einfach diese Objekte ja nicht einfach verschieben kann, sondern der wichtige Punkt dabei ist, weil ich ja nichts als Basis habe, muss ich alles mit den Effekten machen. Und der interessante Punkt dabei ist eben, was ich dabei über die Effekte lerne. Und da können wir mal hier in diese Lokomotive reingehen. Wir haben hier zum Beispiel diese Wände. Die haben ja ein Loch. Und um sowas zu bauen, kann man zum Beispiel Pathfinder-Effekte verwenden. Hier, damit kann ich stanzen. Wir können hier auch noch mal reingehen. Das ist ja das, was Christoph angekündigt hatte, nämlich das Alphabet. Alle Buchstaben von diesem Alphabet sind jeweils auf Basis eines einzelnen Ankerpunkts gebaut. Okay, also sehen wir uns das hier mal an. Ich habe damit angefangen, 36 Days of Type, und man sollte da immer so ein Konzept haben, wenn man da dran geht. Und irgendwie designmäßig ist ja, glaube ich, alles schon gemacht worden, deswegen habe ich es halt technisch gemacht. Dieser erste Buchstabe, das sind quasi Rechtecke und Kreise, aber ein paar wichtige Geschichten sind schon drin, und zwar müssen wir hier mal alles wegmachen. So. Und wir haben hier eine Fläche. Und auch da wieder anfangen mit dem mit der Form. Das heißt, wir brauchen als erstes das Rechteck. Ich mache hier einfach nur mal die Standardeinstellung. Und wenn ich jetzt dieses Rechteck irgendwie verändern möchte oder verschieben muss, das muss ja sein, das ist der Transformieren-Effekt. Das ist einer der wichtigsten Illustrator-Effekte. Damit kann ich also hier noch Skalierungen machen oder ich kann das verschieben. Ist ja auch wichtig, wenn ihr eben mit mehreren Flächen am Objekt arbeitet und die müssen verschoben werden. Das geht damit. Und hier kann ich auch etwas drehen und hier kann ich Kopien machen. Auch das ist natürlich wichtig für diese Geschichte. Und wenn ich eben, sieht man hier schon, wenn ich zwei Sachen auf einmal mache, dann werden die alle durchgeführt. Das heißt, hier wird etwas bewegt und gedreht. Wenn ich die Sachen, die hier drin passieren, voneinander getrennt machen will, dann brauche ich mehrere von diesen Effekten. Das heißt, ich brauche mehrere transformierende Effekte. Machen wir hier mal nur diese Formveränderung. Und wenn ich jetzt eben sage, okay, außerdem soll das hier in so einer Reihe fortgeführt werden, brauche ich noch einen Effekt, Verzerrungs- und Transformationsfilter transformieren. Im Prinzip, wenn man so etwas macht mit diesem einen Ankerpunkt, das ist alles nicht vorgesehen. Man bewegt sich quasi immer in den Warnungen. Das heißt also, Illustrator sagt immer, du hast schon einen, willst du noch einen? Na klar, will ich noch einen. Standard sind irgendwie so 6 Transformieren-Effekte auf einem dieser Objekte. Dann ist man irgendwie ganz gut dabei. Und so kann ich dann solche Geschichten machen, um eben am Ende dann durch das Übereinanderstapeln von ganz vielen von diesen Rechtecken sowas zu bauen. Hier haben wir eben Kombinationen mit verschiedenen 3D-Effekten, die da drin sind. Das heißt also, wenn wir uns das hier mal angucken, ja, das sind ja diese Punkte. Hier haben wir eine Ellipse gebaut. Die wird dann transformiert. Und hier haben wir die Kopien und die Verschiebung. Die wurden außerdem noch an einen anderen Ort bewegt. Und dann haben wir hier 3D-Kreiseln da drauf. So. Diese ganzen Rostgeschichten, die hier drauf sind, das sind natürlich Photoshop-Effekte. Das ist also hier an der Stelle. Hier sind
dann Rosteffekte drüber. Da haben wir so verschiedene Strukturen und Scheinen nach innen und nach außen, um sowas zu machen. Was haben wir hier noch Interessantes? Stopp. Aha, welches? Dieser Rosteffekt, wo kommt denn diese zufällige Kontur? Weil das sieht ja aus wie mit der Hand gemalt. Eine zufällige Kontur, das gehen wir hier mal wieder oben hin. So, bei dem hier. Wenn ich was haben will, was Zufall macht, bei den Effekten, Verzerrungs- und Transformationsfiltern, da ist also Aufrauen, das macht eine zufällige Aufrauen. Dann haben wir hier Tweak, das macht auch ein zufälliges Aufrauen. Und dann haben wir hier noch den Stilisierungsfilter, Scribble, auch das hat einen Zufallseffekt eingebaut. Das heißt also, mit denen kann man zufällige Geschichten machen und die sehen dann auch bei jeder Anwendung immer anders aus. Wir können das mal bei dieser Geschichte hier machen, bei diesen Rechtecken, die sind ja ganz einfach. Also wenn ich hier sage Effekt, Verzerrungs- und Transformationsfilter aufrauen, so, dann haben wir das hier und das ist im Moment an der falschen Stelle, weil ich hier irgendwas ausgewählt hatte. Da oben ist es jetzt gelandet. Jetzt werde ich es mal hier hinpacken. So, und hier sehen wir die Auswirkungen. Ne, das ist also auf diese Rechtecke angewendet, die ja alle gleich sind, aber es erzeugt bei jedem dieser Rechtecke eine andere Auswirkung, weil eben der Zufall eingebaut ist. Aber das ist natürlich auch hier wieder davon abhängig, wo er steht. Im Moment steht er hier nach dem Transformieren, also nachdem ich die Kopien gemacht habe. Wenn ich ihn hier hinstelle, dann habe ich ihn vor den Kopien, also hier in diesem sind ja die Kopien drin. Jetzt habe ich ihn vor den Kopien. Das heißt also, er wird nur darauf angewendet. Dann kommen die Kopien und jetzt sind sie alle gleich. Also muss ich ihn nehmen und er muss nach die Kopien. Beantwortet das die Frage? Absolut. Also ich weiß nicht, ich bin da so fasziniert davon. Ich muss mal eine Spielverderberfrage stellen. Ja. Also das ist natürlich in allererster Linie eine Spielerei. Genau. Du reizt das aus. Aber fällt dir irgendein produktiver Grund ein, Projekt, wo das sinnvoll ist? Es ist natürlich, es ist dann interessant, wenn ich mit diesen Effekten etwas erzeugen kann, was ich häufiger brauche. Das heißt also, ich habe zum Beispiel irgendein Textobjekt und ich möchte für dieses Textobjekt was haben, dass das eingerahmt ist, dass das ein Button ist, sowas. Dann brauche ich natürlich diese Effekte-Geschichte. Und dann ist es schon interessant zu wissen, wie sie funktionieren. Mhm. Es gibt ziemlich viele sehr verrückte Beispiele auf einem japanischen Twitter-Kanal, der heißt Koro46. Schreibt es mal in den Chat. Koro46. Ist alles japanisch? Aber da sind ganz verrückte Geschichten, die man mit Aussehen machen kann. Normal ist eben auch tatsächlich, dass man es nicht mit einem einzelnen Ankerpunkt macht. Aber vergleichbar mit dieser einzelnen Ankerpunktgeschichte ist eben tatsächlich, das auf Text anzuwenden. Ich habe hier ein Beispiel gebaut, dieses Nutella-Glas. Ja, also eigentlich existieren tut nur der Text und der Rest sind Effekte. So, ich könnte das hier also ändern. Na, dann ist es immer noch ein Nutella-Glas. So. Knaller. Es gibt zwei Handmeldungen. Ich glaube, der Pixel-Tipp war zuerst dran. Ja, genau. Und zwar hatten wir das heute Nachmittag schon mal angeschaut und mich würde wahnsinnig interessieren, wie du bei dem F die Schnürgel hingekriegt hast.
Die Kurven hier. Die Kurven und die Schnörkel am Ende. Alles andere lässt sich relativ, ich würde mal sagen, leicht erklären. Die Schnörkel. Also, die Schnörkel, wo ist die Aussehenpalette? Die muss schon irgendwo sein. Die zweite Frage, die da war, der Export in ein PDF. Ja, das ist problemlos möglich, denn das PDF weiß ja gar nichts von diesen Effekten. Das heißt also, beim Export in ein PDF wird das Ganze umgewandelt und damit ist der Drops gelutscht. So, also der Schnörkel. Ich habe hier eben den Ankerpunkt mit einer Kontur und die Kontur bekommt den Effekt hier Ellipse. Da haben wir sie. Und auf die Ellipse geht eine Strichelung. So, da muss ich hier nochmal das auf 0 stellen und dann machen wir hier mal 200 oder sowas. Jetzt, genau. Also man muss sich da jetzt rantasten. Wie groß müssen Strich und Lücke sein? So zum Beispiel. Und so habe ich eben diesen Halbkreis. Und da liegt dann am Ende, der Tropfen ist ein extra Objekt, das ist ein Kreis. Und dazu gehören noch die zwei Linien an, das sind einfache Rechtecke. Genau. Ja, ich möchte es einfach nur mal sehen. Du hast ja oben schon dein Lore Ipsum stehen. Nimm noch mal bitte die Pette und übertrag mal die Effekte. Wenn ich also hier einfach so ein Dings habe, das kommt jetzt ganz drauf an. Die meisten habe ich so erstellt, dass sie mit absoluten Werten arbeiten. Das heißt also, da passiert praktisch gar nichts. Ja, okay. Ne? Wenn man es mit relativen Werten macht, dann wird es wieder was anderes. Dafür habe ich auch ein Beispiel. Genau, jetzt habe ich ihn erwischt. Also, das ist eigentlich kein Ankerpunkt, sondern ich habe es auf eine Linie gebaut. Und dann ist es unter bestimmten Umständen spielt es dann eben eine Rolle, wie groß diese Linie ist. Aber auch nur bei einigen Effekten. Und zwar haben wir natürlich im Rechteck, ich habe hier ein abgerundetes Rechteck und wir haben hier die Einstellung absolut und relativ. Und mit diesen Einstellungen, da kriege ich es eben hin, dass die Auswirkungen von diesem Effekt abhängig sind von der Größe des Objekts. Das heißt, je länger die Linie ist, umso größer das abgerundete Rechteck. Wo das auch ist, ist hier Aufrauen. Auch da habe ich relativ und absolut. Und dann ist der Aufraueneffekt abhängig davon, wie groß das Objekt ist. Aber wenn ich mit absoluten Einstellungen arbeite, dann interessiert Illustrator das einfach nicht. Kann man das auch im Nachhinein umstellen? Man kann das im Nachhinein umstellen, aber dann ändern sich auch die Werte. Also ich habe das ja vorhin gemacht bei diesem Teil hier. Wenn ich hier also nachträglich in das Rechteck reingehe und gehe jetzt hier auf absolut, beziehungsweise ich gehe zwischen den beiden hin und her, dann kann es eben sein, dass sich einfach Größen ändern und dass man tatsächlich hinterher dabei ist und etliche Werte auch umstellen muss. Das heißt also, wenn es umfangreichere Grafiken ist, dann ist es schon sinnvoll, sich von Anfang an zu überlegen, was man da machen will. Es gibt für diesen Aufraueneffekt eine ganz interessante Anwendung, und zwar, wenn ich hier so irgendwie Zeichnungen mache und ich möchte gerne, dass die Linien, die ich jetzt zeichne, die ich vielleicht auch freigezeichnet habe, dass sie so ein bisschen aufgeraut sind, so als hätte ich sie mit einem analogen Malwerkzeug gemacht und als hätte ich nicht gleichmäßig aufgedrückt. Um das zu machen, kann ich jetzt hier auf die Kontur gehen und kann sagen Effekt, Pfad, Konturlinie. Das macht dasselbe wie Objekt, Pfad, Konturlinie. Und kann dann hinterher sagen, Effekt, Verzerrungs- und Transformationsfilter aufrauen.
So, der ist jetzt an der falschen Stelle, der Aufrauneffekt. Der muss nach die Konturlinie. Und jetzt seht ihr schon, wo das hingeht. Ich muss aufrauen. Natürlich sehr viel weniger aufrauen mit dem Übergang und mehr oder weniger Detail, je nachdem, wie kritzelig und zittrig ich das gerne haben möchte. So. Und ich kann dann eben, wenn ich so weiterzeichne, so schöne, unregelmäßige Linien zeichnen. Nun ist es ja so, dass in so einer Zeichnung manche Linien irgendwie so lang sind und andere sind ein bisschen kürzer. Und damit eben sich dieser Effekt immer gleich auswirkt. Das heißt also, damit der nicht diese Linie dicker macht, so wie das ja hier passiert ist, diese sehr lange Linie, da sieht der sehr viel stärker aus, der Effekt, als an diesen kürzeren Linien. Und das will ich ja nicht. Ich will, dass das gleichmäßig ist. Gehen wir hier mal rein. Ich muss die alle auswählen und dann gehen wir hier rein. Im Moment steht er auf relativ. Das heißt also, die Größe ist 1% relativ zur Länge. Also je länger der Pfad, umso stärker wird das Ganze. Das will ich nicht. Ich will das absolut haben. Da muss ich hier vielleicht so ein bisschen mehr einstellen. Und die sehen jetzt einheitlich aus. Ne? Die Linien sehen jetzt einheitlich aus. Für andere Anwendungszwecke möchte ich das gerne relativ haben. Also ich habe hier zum Beispiel so einen Text und da soll dahinter ein Button erzeugt werden. Das heißt, ich kann hier reingehen und mache eine zusätzliche Fläche in den Text. Die mache ich unter die Zeichen, mache sie meinetwegen in, ach, machen wir sie mal orange. Wir wagen heute was. Und die kriegt den Effekt in Form umwandeln Rechteck. Und da möchte ich natürlich, dass das Ganze relativ zur Textlänge passiert. Denn ich habe einen Button mit einem kürzeren Text und ich habe einen mit einem längeren Text. Oder wenn ich das Ganze verwenden möchte in einer Beschriftung, dann habe ich eben längere Beschriftungstexte und ich habe kürzere. Und dann soll sich das eben anpassen. So, zusätzliche Höhe eben nicht so viel. So. Und jetzt kann ich eben da Text rausnehmen und das passt sich dann eben an. So, eine Möglichkeit, ein Objekt, das auf nur einem Anker kommt, basiert, in Pfade umzuwandeln. Ja, da kann ich das Aussehen umwandeln. Also das ist einfach das Objekt auswählen und dann Objekt Aussehen umwandeln. Und dann wird es eben, je nachdem, was es ist, also ich mache das hier einfach mal, hier haben wir sehr viele pixelbasierte Effekte drauf gehabt, das heißt, da entstehen kaum Pfade dabei. So. Darf ich mich noch zwischendrin noch mal kurz zu Wort melden? Ja. Und zwar hat der Christoph ja die Frage nach Anwendungsmöglichkeiten gestellt. Also wofür ich es sehr gerne verwende, das ist, wenn ich diverse Skalen in Illustrator, gebogene Skalen in Illustrator erstellen muss, einfach eine Linie zeichnen, in der Regel eine senkrechte Linie, die mit dem entfernten Ankerpunkt gruppieren. Und dann hast du schon mal die Grundlage für einen Teil einer Tachoskala. Das Ganze wird dann mit dem Effekt transformieren gedreht, vervielfältigt. Dadurch kannst du durch Variationen der Länge und der Farbe und der Dicke der Strichlänge die kleinen, großen und mittleren Skaleneinheiten zeichnen. Du kannst die Abstände variieren durch Einstellen der Gradzahl. Ah, ich sehe, die Monika macht das gerade nebenher. Wunderbar. Genau, ich habe eine Linie und einen Ankerpunkt und das wird gruppiert. Und dann geht es über Effekt transformieren. So, und da ist es dann wichtig, hier haben wir dieses super kleine Symbol, das muss hier unten auf die Mitte. Und jetzt kann ich eben hier, sagen wir, 20 von den Teilen machen und kann die ein bisschen drehen und kriege hier diese Skala.
20 ist hier in dem Fall zu viel. Machen wir mal 10. So. Und man fängt immer mit der horizontalen Linie an und legt jetzt einen weiteren Effekt drauf und kann das jetzt über den nächsten Transformieren-Effekt drehen, in die richtige Position bringen. Genau. Also noch ein. Sowas. Na, wie auch immer. Genau. Und das variieren mit kurzen Strichen, mit langen Strichen, mit verschiedenen Farben. Man kann auch ein Textfeld mitdrehen für die Zahlen, die auf dem Tacho stehen. Das ist jetzt eine Anwendung, für die ich das relativ häufig verwende und wo nicht auf einem Ankerpunkt basiert. Häufig ist übertrieben. Ja. Der Vorteil gegenüber dem Transformieren über Objekt transformieren ist bei dieser Geschichte, wenn ich merke, das passt irgendwie nicht, ne, dann kann ich immer noch hinterher anpassen, die Winkel anpassen, die Menge der Striche anpassen. Das ist dann relativ einfach. Oder wenn man an dem Pfad selber, an dem Strich, die Länge verändert. Genau, auch das. Alles live, alles editierbar. Alles in Farbe. Alles in Farbe.